Servus beieinander. Ich bin zu Hause im Bayerischen Wald in unserer Einfahrt. Hier beginnt in Kürze die Videoserie Morgenland. 9 Monate wollen wir mit unserem Allrad-Expeditionsmobil Beneteau unterwegs sein. In diesem kurzen Video berichten wir über Pläne und Vorbereitungen. Sehen wir uns zunächst mal auf der Karte an, was wir so ungefähr vorhaben. Die heißen Sommermonate werden wir in den Bergen von Bosnien, Albanien und Montenegro verbringen. Vor allem Wandern, aber auch Relaxen an Seen ist hier angesagt. Von der überfüllten Küste wollen wir uns eher fernhalten. Anschließend dann weiter über Griechenland und die Türkei weiter ostwärts. In Georgien und Armenien wird der Schwerpunkt wieder in den Bergen liegen. Aber auch Klöster und Weinanbaugebiete wollen wir in diesen für uns neuen Ländern entdecken. Ganz besonders freuen wir uns, den Iran wiederzusehen. Das vielfältige Land mit den Kulturstädten, Basaren und überaus freundlichen Leuten hat es uns angetan. Nach der persischen geht es dann weiter in die arabische Welt mit ihren Wüsten, Wadis und Palmoasen. Hier kann man gut über den Winter bleiben und im angenehm temperierten Meer baden. Abenteuerlich wird es dann in Saudi-Arabien, das sich gerade erst für Tourismus geöffnet hat. Nach Jordanien besuchen wir dann noch Israel, von wo aus es Schiffsverbindungen zurück nach Europa gibt. Sollte alles so klappen, dann sind wir im Frühjahr zurück. Was ist der Plan? Bereits einige Wochen vor unserer Abreise beginnen wir mit den Vorbereitungen. Alles soll stressfrei sein. Abgefahren wird, wenn wir fertig sind. Erstmal erledigen wir ein paar Reparaturen. So hat sich auf der Probefahrt unser Dachfenster als undicht erwiesen. Ein paar Reinigungsarbeiten, dann kann mit dem Einräumen ins Wohnmobil begonnen werden. Batterien und andere Ausrüstungsgegenstände werden von unserem kleinen Kastenwagen in Beneteau umgeladen. Packen jetzt unsere Ersatzteilkiste. Es ist zwar noch ein bisschen hin zur Reise, aber die Ersatzteile ändern sich ja nicht mehr. Wir haben hier eine Packliste, wo eigentlich alles drauf ist, was sich im Laufe der Jahre als nützlich erwiesen hat. Und das hakele ich ab und dann wird die Kiste erst gecheckt, markiert und dann kommt sie in den Kofferraum. Der Fahrradträger wird gegen einen zweiten Reservereifen ausgetauscht. Einschalten der Wasserpumpe sieht man Silvia die Angst an, dass etwas undicht geworden ist. Da hatten wir schon schlechte Erfahrungen, doch diesmal passt alles.
Ich sortiere jetzt mal hier die Dokumente, Papiere, Geld. Als erstes haben wir hier das Canet de Passage, das ist dann für den Iran und die arabische Halbinsel. Das ist quasi das Zolldokument fürs Fahrzeug. Dann diverse Kopien von allen möglichen Unterlagen, Fahrzeugpapieren, Führerscheine, Pässe und so weiter. Dann Geld, Dollars und Euro. Die werden dann noch im Fahrzeug verteilt. Und ein Täschchen, wo unsere Pässe, Impfausweise und was Führerscheine und was man so halt hat drin sind. Das wäre es dann eigentlich. Und genau, und ein Überfallgeldbeutel, der wird auch noch bestückt und im Fahrzeug verstaut. Auch auf der Probefahrt hatten wir eine Unwucht in unseren Reifen festgestellt. Wegen unserer etwas ungewöhnlichen Felge ist diese Unwucht schwieriger als erwartet zu beheben. Aber schließlich klappt auch das. Jetzt haben wir es geschafft. Mit dem Einräumen so gut wie fertig. Alles verstaut. Sind aber noch daheim, weil los geht's erst morgen. Wir machen sozusagen einen Probekaffee im Wohnmobil. Genau, das Frühstück gibt es morgen auch schon herin. Weil der Kühlschrank ist auch schon aufgelöst drinnen. Ist das mal, der Aufbruch anders? Wir haben ja schon mehrere Aufbrüche. Wir sind ja in den Panamerikaner aufgebrochen, nach Afrika immer wieder. Ist das mal irgendwas anders? Ja, schon. Die allgemeine Lage ist halt nicht so toll. Und inzwischen hat man mehr Angst, dass es daheim sich irgendwas tut, was unangenehm ist, als dass man und dass unterwegs einem was passiert. Ja, es ist wirklich so. Corona und dann die ganze Umweltsache, die geht natürlich an uns auch nicht spurlos vorüber. Da haben wir überlegt, können wir überhaupt fahren? Ist es überhaupt noch irgendwie zeitgemäß? Aber wir haben uns, also. Ja, nachdem das Fahrzeug jetzt fertig renoviert ist und wir einfach noch einmal auf eine große Reise aufbrechen wollen, haben wir uns jetzt durchgerungen, jetzt zu fahren. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das letzte Mal ist. Ich würde hoffen, dass es vielleicht auch nach Südamerika geht. Aber jetzt sind wir mal optimistisch. Also ich freue mich jetzt schon wirklich auf die Reise. Und muss sagen, es ist aber Gott sei Dank dieses Kribbeln wieder da, wenn es losgeht. Ne? Obwohl wir schon viele Aufbrüche gehabt haben, aber es ist immer wieder spannend, immer wieder was Neues und auch nochmal ganz was anderes, wie wo wir so Kurztrips mit unserem Knaus Kastenwagen gemacht haben. Weil das wollen wir immerhin ein Dreivierteljahr unterwegs sein. Das ist schon was anderes. Genau. Weil selbst in Afrika waren wir meistens plus 3 Monate. Mhm. Und man kommt auf andere Gedanken. Also dann würde ich sagen, auf nach Bosnien jetzt erstmal, ne? Und da melden wir uns dann auch wieder. Auf dieser Reise wollen wir in unregelmäßigen Abständen schon von unterwegs Videos veröffentlichen. Das nächste Mal melden wir uns vermutlich aus dem Balkan. Bis dahin sagen wir bei dabei, Remankais.